Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing und auch zum Review der brandneuen Canon EOS 6D Mark II. Das ist die Box, wie alle Canon-Boxen, sehr schlicht und simpel gehalten mit den wichtigsten Specs auf den Seiten. Ihr seht selber 26,2 Megapixel bis ISO 40.000, die ist allerdings erweiterbar. 45 AF-Punkte, 6,5 Bilder in der Sekunde und wir haben Gott sei Dank jetzt einen Schwenkdisplay. Ihr macht den Karton auf und zuerst findet ihr erstmal Garantiekarte sowie Benutzeranleitung. In der Box selber findet ihr dann diesen ganz normalen Anschluss hier für zum Laden der Kamera. Was gibt es da noch? Den LPE6N Akku, dann das Ladegerät und einen Trageriemen mit der Canon EOS 6D Mark II Aufschrift. Und zum Schluss natürlich noch der Body. Und hier haben wir natürlich das Beste, hier ist die Canon EOS 6D Mark II. Der Body absolut identisch zum Body der Canon EOS 80D. An der Seite ein riesen Manko, nur ein SD-Card-Slot und das für fast 2000 Euro. An der Seite haben wir den Mikrofonanschluss. Leider kein Kopfhöreranschluss. Dann, was haben wir noch? Mini-HDMI und immer noch dieser poplige USB 2.0 Anschluss, meine Güte, Canon, 5 Jahre hinter der Zeit. Oben das Kopfdisplay und jetzt natürlich wirklich ganz cool den Schwenkdisplay. Nach dem Unboxing kommen wir nun zum spannenden Teil der Canon EOS 6D Mark II. Vorab, ich muss euch sagen, dass ich selber kein großer 6D-Fan bin oder war. Ob sich das mit diesem Review ändert, werden wir innerhalb der nächsten Minuten erfahren. Warum ich kein 6D-Fan war, steht für mich fest. Habt ihr jemals die Displays mit einer 5D verglichen, fällt gleich der enorme Gelbstich ins Auge und der fehlende Joystick verlangsamt die Bedienung der 6D im Vergleich zur 5D. Im Internet jedenfalls hagelt es mächtig Kritik an der 6D Mark II, obwohl diese noch nicht einmal den Weg zu den Endkunden gefunden hat. Neben einem schlichten Design und einer Größe, die eher der Canon EOS 80D als der Canon EOS 5D ähnelt, liegt die Kamera gut in den Händen und fühlt sich dabei wertig an. Wer mehr Griff braucht bei etwas größeren Händen, der wird sich über den BGE21 Batteriegriff freuen. Der 26-Megapixel-Sensor wird von dem bekannten Digix 7 Prozessor unterstützt und durch einen Staub- und Spritzwasserschutz geschützt. Genutzt werden können übrigens alle EF-Objektive aus dem Hause Canon, Sigma, Tamron und Co. Aber keine EFS-Objektive, da es sich bei der Canon EOS 6D Mark II um eine Vollformatkamera handelt. Der erste Kritikpunkt gilt dem optischen Sucher, welchen ich zwar einem elektronischen Sucher vorziehe aufgrund des Energieverbrauchs, aber bei einem Vollformat dieser Preisklasse hätte ich mir doch mehr als nur 98% Abdeckung gewünscht. Die Dioptrien lassen sich natürlich mit dem Seitenregler anpassen. Einen großen Schritt hat die 6D Mark II jedoch nach vorne gemacht. Canon spendiert erstmals einer Vollformatkamera ein Dreh- und Schwenkdisplay, der 7,7 cm groß ist, sich super leicht, intuitiv und sehr angenehm via Touch bedienen lässt und mit knapp 1 Million Bildpunkte auflöst. Damit haben es Fotografen und Filmer in Zukunft noch leichter, den richtigen Winkel zu finden, ohne sich dabei in den Dreck zu schmeißen oder über eine Menschenmasse hinweg zu fotografieren. Für mich war es jedenfalls das schlagkräftigste Argument zum Kauf der Neuauflage. Man könnte jetzt meinen, dass der Schwenkdisplay nun ausschlaggebend für Videoblogger sei, doch auch hier wieder der nächste Punkt, und zwar das Stück für 50 Cent, ist der fehlende Kopfhöreranschluss zum Kontrollieren des Tonpegels. Da gibt es leider keine Ausrede mehr für einen Body, der mit einem Autofokussystem der 80D ausgestattet ist, 1000 Euro mehr kostet und nicht einmal diesen popligen Kopfhöreranschluss mitbringt. Da wir gerade bei der 80D waren, die eine Verschlusszeit von sage und schreibe eine 8000stel Sekunde hat, was ideal für Sportaufnahmen ist, bringt der Verschluss der 6D gerade einmal eine Verschlusszeit von einer 4000stel Sekunde über den Sportplatz.
Auch bei der Blitzsynchronisationszeit hinkt die 6D der zweiten Generation mit einer 1:180 Sekunde hinter dem APS-C fast alles Könner. Aber ganz ehrlich, das spielt keine wirkliche Rolle, ich wollte es trotzdem sagen. Kommen wir zurück zum Film. 4K gibt's nicht, wer das möchte, wird auf die 5D Mark IV upgraden und noch einmal 1.800 Euro mehr ausgeben müssen. Bei einem Zyklus von 5 Jahren hängt auch Canon hier hinterher. Als fast glücklicher 5D Mark IV Nutzer filme ich trotzdem nicht in 4K, durch den 1,4-fach Crop-Faktor und den unverschämten Codec, der nur meine Platten vollhaut. Immerhin schafft die 6D Full-HD-Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde für Slow-Motion-Aufnahmen und einfach einem flüssigeren Video. Wählen könnt ihr zwischen MP4 und MOV als Dateiformat. Neu hinzugekommen ist der 5-Achsen-Bildstabilisator als digitale Variante, der euch bei ruckelfreien Videos unterstützen soll. Und was sagt ihr jetzt dazu? Taugt er etwas oder nicht? Ich bin gespannt über eure Meinung. Unter diesem Video ist ganz viel Platz für Kreativität. Einen sehr guten Job macht der 45 Punkte Autofokus, wobei die Anordnung der Fokusfelder zu sehr zentriert ist. Fokussiert wird in unter einer Sekunde und das sogar im Live-View. Dabei lässt die Kamera nichts aus den Augen, mit einer kontinuierlichen Nachverfolgung. Das einzige 4K, welches die 6D der zweiten Generation mitbringt, ist der Zeitraffer-Modus. Das Intervall kann festgelegt werden, doch leider keine Framerate. Ausgespuckt wird ein fertiges Video, was euch Zeit bei der Nachbearbeitung spart. Leider fährt Canon auf der Apple-Schiene mit Weglassen der zusätzlichen Features, wie etwa zum Festlegen der Framerate, die Zeitraffer-Funktion wirklich hervorheben würde. Und jetzt der absolute Witz: Auch hier ist die fertige Datei so groß, dass sogar der fertige Zeitraffer auf der Kamera ruckelt. Und nicht nur das, sogar auf der SSD meines MacBooks. So haben 10 Sekunden 4K Zeitraffer etwa 800 bis 900 MB. Damit ist auch diese Funktion lieb gemeint, aber nicht ausgereift. Dabei schafft die 6D Mark II ganze 6,5 Bilder in der Sekunde für bis zu 150 JPEG oder 21 RAW-Aufnahmen am Stück. Eine schnelle SD-Karte ist hierbei Pflicht. Eine Empfehlung gibt's in der Videobeschreibung als Link. Apropos SD-Karte, lästig aber wahr, mal wieder ein Makel entdeckt. Wo zum Geier ist der zweite SD-Karten-Slot für ein Backup meiner Dateien? Wer sich eine Kamera für 2000 Euro und mehr kauft, wird mit dieser Kamera sehr wahrscheinlich auch Geld verdienen wollen. Und da ist ein Backup der Dateien das A und O. Wenn es für dich das K.O.-Argument für den Body ist, empfehle ich euch die mittlerweile etwas günstigere 5D Mark III, welche mit ihrem Vollformat etwa die gleich gute Lowlight-Performance der 6D Mark II mit sich bringt. Bis ISO 6400 kann man die Bilder und Videos mühelos betrachten, ohne durch ISO-Schnee geblendet zu sein. Dabei kann die ISO bis 102.400 gepusht werden. Nativ bleibt die ISO bei 40.000 stehen. Wer Fotos für Facebook und Instagram macht, wird mit der Performance zufrieden sein. Hochwertige Aufnahmen für den Druck sind bis ISO um die 20.000 akzeptabel. WLAN, NFC und Bluetooth sorgen für eine kabellose Verbindung zwischen eurem Smartphone oder Tablet. Dabei unterstützt euch die kostenlose Canon Camera Connect App für iOS und Android. Hierbei entstehen keine zusätzlichen Kosten, da die Kamera ein Netzwerk erzeugt und kein zusätzlicher Router oder ähnliches nötig ist, außer vielleicht etwas mehr Akku. Wobei der LPE6N in unserem Test eine tolle Performance an den Tag gelegt hat, mit bis zu 1000 Fotos am Stück mit nur einer Ladung. Wer beim Versuch, die Kamera mit dem Smartphone zu verbinden, ins Schwitzen kommt, kann sich auf meinem Kanal die Anleitung als Tutorial reinziehen. Das integrierte GPS-Modul erlaubt euch, den genauen Standort zu ermitteln, um diesen später in einer Google Maps-Karte in Lightroom zu sehen. Dabei könnt ihr das Intervall der GPS-Aufzeichnung festlegen oder ihr spart euch den Energieverbrauch und lasst das GPS einfach aus. Yo! Falls ich etwas Wichtiges vergessen haben sollte, gerne als Kommentar unter dieses Video. Kommen wir nun zur spannenden Frage: 6D Mark II kaufen oder nicht kaufen? 2000 Euro für eine Neuauflage, die nicht wirklich neu ist, oder noch zu viele Defizite nach einem 5-Jahres-Zyklus hat, ist schon happig, um es mal milde auszudrücken. Es fehlt ein 4K-Videomodus, auch wenn der Abstand zu 5D gewahrt bleiben soll, wäre dieses Feature nur zeitgemäß. Über einen zweiten SD-Slot und einen Joystick hätte ich mich nur zu sehr gefreut. Wiederum begrüße ich den Schwenkdisplay, der das Filmen mit der DSLR um einiges leichter macht.
Der Autofokus ist schnell, so wie man es sich wünscht, und die gute Lowlight-Performance spricht auch diejenigen an, die gerne unter natürlichem Licht ihre Fotos und Videos aufnehmen. Persönlich finde ich noch dazu, dass sich der Body nicht anfühlt wie eine Vollformatkamera, sondern wie eine 80D. Gute Fotos gibt's auf jeden Fall bei einem deutlich besseren Dynamikumfang, von dem ihr euch mit den Beispielfotos überzeugen könnt. Und wer nicht zwangsläufig nach einer Video-DSLR sucht, findet diese Kamera ab sofort bei GM Foto in Frankfurt. Wem die 6D Mark II keine 2000 Euro wert ist, der wird sich vielleicht auch an einer 5D Mark III erfreuen können. Danke an GM Foto, danke an Alisa, Fabian, danke für eure Aufmerksamkeit, bis bald. Fragen immer unter das Video. Grüße aus Frankfurt. Leute, ihr hört jetzt nochmal was über die Audioqualität von der Kamera. Ist ein bisschen windig hier. Bis bald. Ciao.